Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute geht es um ein sehr, sehr interessantes Thema. Und zwar kann man angeblich Packs selektieren. Was es damit auf sich hat, werde ich euch so kurz und knapp wie möglich erklären. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Falls ihr öfter aber solche Videos haben wollt mit irgendwelchen Glitches und so weiter und so fort, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und dann starten wir jetzt hier auch direkt rein mit dem Glitch. Und zwar hat der Solex FIFA HD unter anderem, also es haben viele YouTuber schon was dazu gesagt, beziehungsweise auch Beweise hochgeladen, sag ich mal, also zum Beispiel im Stream von TC Schubech, da wurde das Ganze auch ausgetestet und da hat es angeblich auch funktioniert. Ich habe den Stream selbst nicht gesehen, aber mir haben das ungefähr 5 Leute in meinem Stream dann reingeschrieben, dass das bei TC funktioniert hat. Und ja, jetzt habe ich eben diesen Twitch-Stream Streamer am Start, der hat 20.000 Follower auf Twitter, also ist schon etwas größer und da sieht man eben wieder dieses Rot am Ende des Balken und wieder ein 85-Plus-Spieler. 6. von 6 Packs. Also man sieht hier, diese Leiste, ja, es ist ja immer beim Pack eigentlich nichts hier unten. Da ist ja eigentlich nur das Pack, dann die Coins, dann die Points. Und im Moment, das gab es auch schon des Öfteren in FIFA 17, das ist irgendwie ein Bug, gibt es hier eine Leiste, wo verschiedene Farben sind. Unterm Pack sind verschiedene Farben und diese Farben sagen angeblich aus, wie gut der Spieler in deinem Pack sein wird. Und ich habe das selbst im Stream ausprobiert. Ich habe leider keine guten Farben unter Anführungszeichen bekommen. Und ihr fragt euch jetzt sicher, welche Farben das sind. Das werde ich euch dann gleich sagen. Und zwar sind die guten Farben angeblich, also wie gesagt, ich kann das nicht zu 100% bestätigen, aber angeblich sind die guten Farben dunkelblau, dunkelviolett und rot. Aber schlechte Farben sind grün und gelb. Das heißt, wenn grün und gelb drinnen sind, soll man die Packs nicht ziehen angeblich. Und wenn eben ganz dunkle Farben drinnen sind und rot, dann soll man das Pack ziehen. Also wie vorhin schon angesprochen, haben wir das im Stream dann alle ausprobiert. Also ich habe das eben probiert, ich habe aber leider kein so ein Pack bekommen, aber einige Abonnenten und die haben mir das dann auch auf Snapchat geschickt und da waren wirklich gute Packs dabei. Das ist einfach nur heftig und ich denke mal, dass das dann auch wirklich stimmt, weil wenn mir meine Abonnenten das dann zusenden, dann müsste das ja eigentlich wirklich passen und von dem her, riesen Dank nochmal an euch, dass ihr da alle mitgemacht habt. Und ja, angeblich meint dieser Solex FIFA, dass wenn Rot am Ende ist, dass man dann auch was Gutes zieht, weil er schreibt hier wieder dieses Rot am Ende, bla 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 und hier ist eben dieses Rot zu sehen und das heißt angeblich, dass man einen guten Spieler zieht. Hier haben wir dann noch einen Tweet. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber Pack selektieren funktioniert zu 100%. So einen Balken noch nie vorher gesehen und siehe da. Also das ist auch wieder ein anderer Balken, aber auch anscheinend wieder dieses Rot am Ende. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Manche sagen, der Streifen muss ganz dunkel sein. Manche sagen, Rot muss eben am Ende sein. Manche sagen, es muss am Anfang dunkelblau, dunkelrot, dunkelrot und dunkelviolett sein oder so. Aber ganz sicher kann man eigentlich sagen, dass grün und gelb nie im Pack drinnen sein sollten und dass der Streifen anders aussehen sollte wie die normalen. Also es gibt so, wie soll ich das sagen, es gibt so Packs, da sehen die Streifen einfach ganz normal aus. Und hier hat er dann wieder ein Pack hochgeladen, da schreibt er einfach Pack selektieren overpowered und das ist einfach unglaublich. Das ist eben das Ganze. Julius von FGU hat auch kurz den Post rausgehauen, den hat er da aber dann wieder gelöscht, keine Ahnung warum, aber er hat auf jeden Fall gefragt, ob das stimmt mit den Packs selektieren. Und ja, das ist auf jeden Fall das Ganze gewesen. Ich schaue jetzt nochmal kurz, ob LP Massive dazu auch irgendeinen Tweet rausgehauen hat, könnte ich mir schon vorstellen eigentlich, weil der hat das im Stream halt auch entdeckt. Der ist nicht so aktiv auf Twitter. Doch, ist er schon, aber ich habe auf jeden Fall ein Bild auf dem Handy zugesendet bekommen, da hat eben der LP Massive im Stream so diese Packs aufgemacht und so und da war das Ganze dann eben auch so. Also falls ihr jetzt Packs öffnet, dann achtet auf jeden Fall auf diese Leiste und schaut, dass da die Farben eher dunkel sind, dass am Ende vielleicht rot ist oder so und dass der Streifen einfach besonders aussieht und dann ist da die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, dass ihr was Gutes zieht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Falls es bei euch funktioniert, schreibt es in die Kommentare. Dann war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Checkt noch die Videobeschreibung ab und kauft euch dort von mir aus günstige Coins oder was auch immer, Points, alles mögliche ist dort am Start. Ja, dann war es mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.